22 und die 2. Die kommen, vielen Dank. 22.200 Euro, 22 und die 4. 22,5 gegen Sie. 22,5,7. 22,7,9. 28 bei den Herren hier im beigen Pulli. 28 und die 1 jetzt nochmal dagegen. Das ist mal ein heißes Bietgefecht. Genauso soll es sein. Genauso soll es sein bei Autoversteigerungen. Von Traumautos für mehrere hunderttausend Euro bis zu Gebrauchtwagen für ein paar hundert Euro kommt alles unter den Hammer. Der Reiz? Ein Schnäppchen machen. Den Wagen günstiger kaufen als im Internet oder beim Händler um die Ecke. Doch lohnt sich das wirklich? Bei der Pfandhaus-Auktion ist für jeden etwas dabei. Bentley, Renault, Hammer. Wenn ich einigermaßen günstig kriegen kann, nehme ich mit. Wählerischer geht's bei der Oldtimer-Auktion zu. Nur ein echter Liebhaber bietet knapp 300.000 Euro für einen Porsche. Versteigert wird hier unter professioneller Leitung. Das ist ein ganz außergewöhnliches Auto, ein absolutes Stück Geschichte. Und beim Geheimtipp Behördenfahrzeugversteigerung tummeln sich neben normalen Kunden auch viele Händler. Im Angebot unter anderem Autos, die von Kriminellen beschlagnahmt wurden. Keine TÜV-Berichte. Aber ansonsten, wir hoffen aufs Beste. Wir gucken mal. Los geht's in Krefeld. Hier lädt heute ein Pfandhaus für Autos zur Versteigerung. Zum ersten Mal sind Petra und Volker Lengsfeld dabei. Sie wollen sich zunächst einmal umschauen, welche Fahrzeuge angeboten werden. Dieser schwarze Audi TT interessiert sie. Der Wagen macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Erstaunlich. Der sogenannte Aufrufpreis liegt bei gerade mal 1000 Euro. Dafür hat der Wagen auch bereits 16 Jahre auf dem Buckel. Das wäre vielleicht ein Auto für ihren Sohn Patrick. Patrick ist jetzt 20 und hat gerade ein Problem mit seinem kleinen Fiesta. Ist in der Ausbildung. Haben wir jetzt gerade noch mal seine Bremsen neu gemacht, weil die waren schon runter. Da war schon Metall auf Metall. Ja. Und da haben wir... Hat Papa repariert. Jetzt... Ja, das wäre halt vielleicht jetzt auch nicht so ein sinnvolles Auto, weil er relativ viel PS hat. Man macht sich ja Sorgen, aber er fährt schon anderthalb Jahre. Also dann ist vielleicht die Angst nicht mehr ganz so groß. Aber trotzdem ist es da wieder sehr gefährlich, so ein Ding zu kaufen, ohne zu wissen, wie der so tickt, ohne eine Probefahrt zu machen. Schauen wir mal. Wir haben ihm nichts gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr da seid, bringt doch mal ein Auto für 1000 Euro mit. Genau, andere Kinder kriegen Schokolade. Er möchte gerne ein Auto und dann gucken wir mal. Es kommt natürlich auch darauf an, wie die Auktion verlaufen wird. Hat Vater Lengsfeld ein Limit? Jetzt aus dem Bauch würde ich sagen, anderthalb, dann ist das gut. Dann ist das so eigentlich nicht gewollt, aber trotzdem gekauft. Danach ist, dann wird man eher wieder was Vernünftiges suchen. Dann wäre das vielleicht ein Schnäppchen. Wenn er fährt, da würde ich jetzt mal von ausgehen, weil ein bisschen muss man ja noch investieren. Mindestens so die Bremsen und den Rest sieht er gut aus, aber da kann man ja auch nicht reingucken. Keine Probefahrt, keine Garantie. Das Elternpaar will trotzdem mitbieten. Dann geht's los. Auktionator Karl-Heinz Haag erläutert kurz die Spielregeln. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Versteigerung. Sämtliche Fahrzeuge werden in dem Zustand versteigert, in dem sie sich befinden. Ja, wenn Sie wollen, denke ich, dann fangen wir mal an. So, ein Audi TT. Hierfür brauchen wir 1.000 Euro. 50 Euro Weise gehen wir nach oben. 1.000 sind bereits geboten. 1.000 zum Ersten, 1.050, 1.200, 1.300, 1.300, 1.350, 1.850. 1.850 zum Ersten. Zum Zweiten und 1.850 zum Dritten und Letzten für Sie, Madame. Herzlichen Glückwunsch. Der Audi TT hat einen neuen Besitzer. Leider sind das nicht Petra und Volker. 1.850 Euro war ihnen einfach zu teuer. Hatte ich gedacht, anderthalb vielleicht ist die Grenze. Gut, 1.850 ist auch nicht so weit. Nur wenn man denn, wenn man bei 1.900, 1.950, dann läuft dann auch weg. Also insofern ist alles gut. Ortswechsel nach Frankfurt am Main. Oldtimer-Auktion. Martin Manns ist nur wegen ihm hier. Der weiße 500er SL ist das Objekt seiner Begierde. Ausgerufen ist der Mercedes für 27.500 Euro. Ein stolzer, aber auch guter Preis. Sowohl Farbe als auch Design sind genau das, was er sucht. Das klassische Design eigentlich von Mercedes und dann gerade diese Baureihe von 72 bis 88 gebaut. Also und vor allen Dingen der Zustand. Der Zustand für dieses Modell finde ich klasse. 56.000 nur gelaufen.
ist sehr, sehr interessant. Und vor allen Dingen, der ist noch kein Oldtimer, der wird erst noch Oldtimer. Das heißt, ich rechne damit, dass der noch im Wert steigt. Deswegen, wenn ich ihn zu Hause nur hinstelle, steigt der im Wert. Aber trotzdem ist es ein Daily Cruiser. Ich kann hier hinten ja, den voll benutzen. Nicht wie bei den heutigen Cabrios, wo dann das Verdeck den ganzen Kofferraum auffrisst. Aber der hat schon einen riesen Kofferraum noch. Und das ist eben das, was das Fahrzeug auch alltagstauglich macht. Und deswegen finde ich den klasse. Ähnlich denken auch noch 200 weitere Oldtimer-Fans, die heute nach Frankfurt am Main zur Classic Bid gekommen sind. Eine Classic-Auktion, die mehrmals im Jahr stattfindet. Heute kommen 41 Schmuckstücke von privaten Besitzern und Händlern unter den Hammer. Darunter zahlreiche Klassiker und Dauerbrenner wie Mustang oder Porsche. Gregor Dieninger vom Veranstalter Auktion und Markt AG betreut die Angebote vor Ort. Und die haben es in sich. Das teuerste Fahrzeug heute, ein roter Porsche Carrera für 295.000 Euro. Ein bisschen Geschichte gibt's für 29.500 Euro mit diesem Cadillac von 1941. So, hier haben wir jetzt ein ganz besonderes Highlight der heutigen Auktion. Das ist unser einziges Vorkriegsfahrzeug und zugleich eines mit einer ganz interessanten Historie. Das gehörte einer Hollywood-Diva, die vor dem Krieg als die schönste Frau der Welt vermarktet wurde. Hedy Lamarr, die war ursprünglich in Österreich mit einem Waffenlieferanten verheiratet, floh vor ihm nach England, wurde dort für die Bühne entdeckt, ging nach Hollywood, kam da groß raus und dieses Fahrzeug gehörte ihr. Das sollen sogar noch ihre Handschuhe sein, die da auf dem Rücksitz hängen. Wer also ein Stück Hollywood-Geschichte noch mit ersteigern möchte, ist hier genau richtig. Bei so vielen verführerischen Gelegenheiten verlieren viele Interessenten den Überblick über ihre Budgets. Man muss schon aufpassen, dass die Pferde nicht mit einem durchgehen. Ich empfehle jedem, dass er sich im Vorfeld genauestens überlegt, wie hoch er gehen möchte. Weil im Eifer der Auktion, das kennt ja jeder, von dem mal auf anderen Auktionsplattformen auch im Internet mitgesteigert hat, da kann man gerne schon mal sagen, ich will den aber doch haben. Und nein, jetzt, nein, von dem schon mal gar nicht. Und jetzt gebe ich den 100er noch mal drauf. Wie weit wird Martin Manns gehen, um den Mercedes zu ersteigern? Ganz astrein ist der Wagen ja nicht. Er hat ein paar Mängel, ja, aber ich glaube, das ist vertretbar. Einen sieht man da sehr schön, die Kurbel ist schon nicht mehr in dem Top-Zustand. Die Kopfstütze hat ein paar Kratzer abbekommen, sieht man dort. Und vorne der Lackschaden am Kotflügel und vorne eine Haube. Aber das sind Gebrauchsspuren. Mein Gott, 27 Jahre alt, das wäre toll. Und wenn ich hier die vergleichbaren Fahrzeuge sehe, da vorne steht noch einer, kein Vergleich zum Zustand her. Deswegen ist das für mich eigentlich der Favorit. Außerdem punktet der Mercedes mit 245 PS. Der edle Flitzer wäre bei dem Diplom-Ingenieur in guter Gesellschaft. Ich habe noch privat einen Porsche Cayman. Und der ist nicht ganz so alterstauglich, der ist eben zum Spaßfahren. Und ich habe noch ein Dienstfahrzeug, einen Passat. Der ist halt für die täglichen Sachen. Und der wäre halt eigentlich für den Sommer zum Cruisen eigentlich das ideale Fahrzeug. Der 54-Jährige hat sein Traumauto gefunden. Jetzt muss er nur noch die Auktion gewinnen. Neben den 60 registrierten Bietern im Saal sind weitere 100 Online-Bieter zugeschaltet, die ebenfalls mitsteigern. Eingestiegen wird bei 20% unter dem Grundpreis. Wir kommen hier wieder zurück ins Hause Mercedes und haben mit selbiger Nummer aktuell einen 500er SL, ein Automatikfahrzeug, bitte schön, aus 1988. Und auch hier mit tollen Kilometern, keine 57.000 auf der Uhr. Hier das Topmodell, da sehe ich auch schon einen Interessenten. 22 habe ich hier gehalten, 22 und die 2. Die kommen halt viele Dank. 22.200 Euro, 22 und die 4. 22 und die 4, das Gebot ist online. 22 und die 4, 22,5. 22,5 gegen Sie. 22,57, 22,79. 22.900 Euro, weiter geht's. 22.900 Euro, die sind aktuell gehalten. Ja, da haben sich zwei dieses Fahrzeug angeschaut. 23.300 Euro, 23,35. 23.500 Euro. Sie sitzen fast nebeneinander. 23,9, 24,1, 24,3. 24,3, 24 und die 5. Der Zufall hat es gewollt, dass Martin Manns und der andere Bieter so nah beieinander sitzen und sich so hochsteigern. Keiner der beiden will nachgeben.
27.900 Euro direkt hinterher. Sie werden jetzt dran, um es rund zu machen. 27.900 Euro, 28 und die kommen. 28.000 jetzt nochmal bei Ihnen. Was macht der Kollege jetzt ganz hinten? Sind Sie noch dabei? Einmal hat er hier den Arm gehoben. 28.000, dann sagt er nein. Okay, 28 bei den Herren hier im beigen Pulli. 28 und die 1 jetzt nochmal dagegen. 28.100 Euro, das ist mal ein heißes Bietgefecht. Genauso soll es sein. Wird Martin Manns sein Traumauto ersteigern? Zurück auf der Pfandhaus-Auktion. Volker und Petra Lengsfeld suchen weiter nach günstigen Gelegenheiten und haben unter den angebotenen Fahrzeugen ein weiteres Schmuckstück entdeckt. Einen Hammer H2, 12 Jahre alt, Aufrufpreis 5.500 Euro. Ist amerikanisches Leder, ist ein bisschen schon runter, ne? Ich wollte auch gerade sagen, ja, lass mich mal eben auf die andere Seite gehen. Oha. Ist ja kaputt. Ja, setz dich mal rein. Kannst ja mal gucken, ob du überhaupt reinkommst. Da fehlt auch irgendwas. Einen Hammer wollte Petra schon immer haben. Sie mag große Geländewagen. Doch ohne Probefahrt und ohne Garantie fährt das Risiko mit. Ja gut, ich habe das mal gesehen, glaube ich, auch im Fernsehen, dass es diese Autoauktionen gibt, wo sie die verkaufen. Und habe mich da angemeldet, habe dann die Mail bekommen, dass sie halt einfach eben jetzt wieder eine Versteigerung haben. Und da sie ja so ein Autowechsler ist und immer mal was Neues haben will, habe ich gesagt, können wir ja mal gucken. So einen hatten wir zumindest noch nicht. Nein. Vieles andere gab es schon. Ja. Und das ist mal was anderes. Ist sicherlich Blödsinn, aber nicht alles im Leben muss immer Sinn machen. Wer wie die beiden heute ein Auto mit nach Hause nehmen will, muss die Konkurrenz bei der Auktion überbieten. Gut 60 Interessenten sind zur Besichtigung der Fahrzeuge gekommen. 2 Stunden Zeit gibt es zum Begutachten, dann wird versteigert. Eine Beratung gibt es nicht. Das Pfandhaus unter der Leitung von Norman Ostgarte veranstaltet solch eine Auktion alle 2 bis 3 Monate. Also es sind alles Pfandobjekte. Wir betreiben hier in Krefeld ein Kfz-Pfandhaus. Das sind Leute, die kurzfristig ein Darlehen benötigen und die bringen die Autos zu uns. Und das sind die nicht wieder abgeholten Fahrzeuge. Ja, also unsere Hauptklientel sind eigentlich Selbstständige und Handwerker, die selber einfach ihren Rechnungen hinterherlaufen und damit kurze Engpässe haben und die dann hier überbrücken können. Eigentlich bitter für die Betroffenen, dass sie ihre Autos nicht mehr selbst auslösen können. Und das Leid der einen ist die Freude der anderen. Die Besucher hier hoffen auf ein Schnäppchen. Bei der Versteigerung heute kommen 9 Fahrzeuge unter den Hammer. Der Audi TT ging bereits für knapp 2.000 Euro weg. 75.000 Euro sind für das Mercedes G-Modell aufgerufen. Als nächstes ist der Hammer dran. Diplom-Ingenieur Volker ist ein alter Autobastler und weiß, worauf er achten muss. Er ist noch mal aufbereitet worden, so ein bisschen. Und hier ist der jetzt von unten, von den... So wie er immer ist. Ein bisschen Rost hier, Rost da. Kannst du zumindest 1,5 Jahre mitfahren, bis der TÜV euch scheidet. Ja, hier sieht es schon etwas besser aus. Oha. Ja, der Rost. Da liegt doch noch ein Einzelteil hinten drin. Da muss ich auch mal nachschauen, was das ist. Was ist das denn? Keine Ahnung. Eine Weihnachtsbeleuchtung oder eine Einparkhilfe. Auch seine 46-jährige Frau ist nicht ganz unerfahren, was Autos anbelangt. Sie hat einmal in einem Autohaus gearbeitet und weiß, wie das Geschäft läuft. Ich sehe ja die Händler, die hier sind, die wollen hier alle einen Schnappi machen. So, und ich weiß ja, wo ein Schnappi anfängt und ich weiß auch, wo ein Schnappi aufhört. Und dadurch, dass man sich natürlich erkundigt, auch vorher im Internet, dass ich gucke, wie wird so ein Hammer H2, wo steht der gerade, wie kann ich den einkaufen und so weiter und so fort. Ich kriege beim Händler Garantie, der ist sauber, der hat neuen TÜV gekriegt und. Das muss man alles berücksichtigen. Ne? So, und dann weiß ich, pass auf, ich kriege für 12 krieg ein, dann würde ich ja nicht 13.000 für so ein Auto hier ausgeben. Das Mindestgebot liegt bei 5.500 Euro. Für wie viel würden die beiden ihn denn gerne mitnehmen? Wunschpreis? 8,5. So. Ich finde, Wunsch ist 5,5. Das ist noch nicht realistisch. Nein, ich würde mal vermuten, der geht irgendwo zwischen 8 und 10. Wobei 8 wäre tatsächlich schon sehr günstig, 10. Aber wenn es jetzt genau derjenige kommt, der sagt, den will ich jetzt haben und ich habe da Bock drauf, dann kann das auch sicherlich 12 sein. Aber dann wird es einfach irgendwo
wird es nicht mehr interessant. Also zumindest nicht für uns. Vielleicht haben die zwei mit dem Hammer mehr Glück als mit dem Audi TT. Zumindest haben sie sich hier ein höheres Limit gesetzt. Jetzt kommt der Hammer, ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes kommt der Hammer jetzt hier. So, besichtigen konnten Sie ihn alle. Außergewöhnlicher Aufrufpreis nur 5.500 Euro. 5.500 sind geboten. 5.700, 5.900, 6.100, 6.300, 6.500, 6.700, 6.900, 7.100, 7.300. 8.1, 8.3. 8.3 zum ersten, 8.5 sind hinten, 8.7 hier vorne. 8.7 zum ersten, 8.9 hinten, 9.100 hier vorne, 9.3 hinten. 10.3 zum ersten, 10.3 zum zweiten, 10.5 der Herr, 10.7, 10.9. 10.900 zum zweiten, 11.1. 11.3. 11.3 zum ersten, 11.3 zum zweiten. Und niemand mehr, 11.500. 11.7. 11.7 zum ersten, 11.700 zum zweiten und 11.700 zum dritten und letzten für die Nummer 24. Dann soll er nehmen. Hat geklappt. Den soll er haben, das wäre so gut, der wäre eh noch weiter hochgegangen. Ne? Dann haben wir den Jaguar. Summe gesetzt, Summe Schluss. Fertig. Genau. Obwohl die beiden schon über ihr Limit von 11.500 Euro gegangen sind, bekommen sie den Zuschlag nicht. Unter 10 wäre es ein guter Kauf gewesen, denn dann hätten wir Spaß gehabt, aber so müssen wir, man muss ja schon noch ein bisschen was machen. Also ein bisschen Innenausstattung und Leder muss man investieren. Also ich sag mal, wenn man es günstig kriegt, liegt man vielleicht noch mal bei 1, 2 rein, ist mal bei 12 und dann ist irgendwann der Weg auch zu einem vom Händler auch nicht mehr weit weg. Also insofern ist das kein Schnappi mehr. War Spaß, ne? Ja. Noch andere Kaufinteressenten hoffen hier auf ein Schnäppchen. Dirk Schließers und seine Frau Andrea sind auf der Suche nach einem Auto für die Töchter. So, den Mercedes-Benz C-Klasse haben wir jetzt. Den Mercedes haben die beiden vorher unter die Lupe genommen. Das C-Klasse-Coupé macht einen guten Eindruck. Für 3.500 Euro ist der Wagen auch preislich interessant. Tausend Kilometer gelaufen. Doch sauber, ne? Ja. Schade, dass man die nicht starten können. So weit, so gut. Was darf er denn kosten? Der steht bei 3.500 drin. Steht mit 3.500 Euro zum Verkauf. So, werden im Internet zwischen 5.000 und 6.000 Euro noch verkauft. Laut Internet. Also maximal, sag ich mal, 4, 4.500, wenn überhaupt. Was noch interessant wäre, wäre die BMW, das Motorrad, die 650er. Also ich habe selber so ein Motorrad gehabt und bin auch am Überlegen, wieder eins anzuschaffen. Die Maschine hat knapp 63.000 Kilometer drauf. Aufrufpreis 2.500 Euro. Sauber gemacht und aufgeräumt werden muss auf jeden Fall. So wie ich gerade im Büro gehört habe, ist die Maschine gestern noch gefahren worden. Sagt zwar, die Batterie wäre kaputt, aber ich sag mal, wenn ich einigermaßen günstig kriegen kann, nehme ich mit. So, dann haben wir noch ein sehr schönes Motorrad da. BMW F650 GS. Mindestgebot 2.500 Euro. 100 Euro weiß ich jetzt hoch. 2.5 sind geboten. 2.5 zum ersten. 2.5 zum zweiten. 2.6. 2.6, 2.7. Zum ersten, zweiten. Und zum, niemand mehr, 3.1, 3.200. Zum ersten, zweiten und 3.200 zum niemand mehr, dann zum dritten und letzten an Sie mit der Nummer 42. Das war dem Schreiner dann doch zu viel. So, vielleicht klappt's aber gleich mit dem Mercedes. Zurück bei der Oldtimer-Auktion in Frankfurt am Main. Hier geht das Bietergefecht dem Höhepunkt entgegen. 28 und die 1, so funktioniert die Auktion. Und jetzt bloß nicht aufgeben, tolles Fahrzeug. Jetzt nochmal für Sie, aber Kopfschütteln, das falsche Zeichen, eine noch. 28.100 Euro zum ersten, 28.1 zum zweiten und die 28.100 zum dritten, verkauft.
Gratulation, ich denke, das ist ja einen Applaus wert. Bieter Nummer, muss ich bitte sehen. Das ist die 2-1-Sieger. Wie hoch werden Sie mitgehen? Noch ein bisschen. Echt? Okay. Ja. Noch ein klein bisschen wäre ich noch aufgegangen. Okay, ich habe schon gezuckt. Ich dachte, soll ich nicht. Also, wir wären bis knapp 30 noch gegangen. Doch. Okay. Ja. Super. Super schönes Fahrzeug. Wirklich Glückwunsch. Ja, ich meine auch. Super. Martin Manns hat es geschafft. Er hat den Mercedes ersteigert. Wollen wir gleich mal schauen. Das ist er auf jeden Fall. Ersteigert, wie gewollt. Schön. Er steigert ja, aber auch zum erwarteten Preis. Ah, fühlt sich schon schön an. Vor allem, dass das so gut geklappt hat, auch gegen den Konkurrenten, der da war. Oder zwei waren ja im Grunde letztendlich da. Nee, hat gut geklappt. Sagen wir mal so, ich habe ihn zum Preis gekriegt, ich wäre auch noch höher gegangen. Der war zum Ausrufpreis, ist er, ja, ein bisschen über dem Ausrufpreis war das jetzt zum Schluss. Und das war für mich gut. Ich wäre noch ein bisschen höher gegangen, ja. Und somit war es dann also, naja, letztendlich ein Schnäppchen. Bin sehr, sehr zufrieden. Ob das auch die Besucher der Behördenfahrzeugversteigerung in Düsseldorf später behaupten können? Knapp 100 Fahrzeuge werden hier einmal pro Monat im Auftrag des Landes Nordrhein-Westfalen versteigert. Vom Opel Tigra ab 100 Euro bis zum 5er BMW ab 24.500 Euro ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Seit über 10 Jahren kümmert sich Herbert Bolten von der Oberfinanzdirektion NRW um den Verkauf der Fahrzeuge. Also die meisten sind Dienstfahrzeuge des Landes NRW, von den einzelnen Dienststellen wie Polizei, Finanzverwaltung, Justiz und alles, was da sonst noch rumfleucht. Vereinzelt stehen hier zwischen den Dienstfahrzeugen aber auch Autos mit einer kriminellen Vergangenheit. Also hier handelt es sich zum Beispiel um ein Fahrzeug von der Justiz, was eingezogen worden ist aufgrund irgendeiner Straftat. Aber die Hintergründe sind uns da nicht bekannt. Man hat dieses Fahrzeug auf jeden Fall einem bösen Buben abgenommen. Teilweise sind bei den eingezogenen Fahrzeugen keine Papiere vorhanden. Unfälle und Schäden sind nicht bekannt. Dafür kann man hier ein Schnäppchen machen, sei es auch nur als Ersatzteillager. Wer auf Nummer sicher gehen will, greift auf die zahlreichen ordentlich gewarteten Behördenfahrzeuge zurück. Die Fahrzeuge im Hintergrund sind Dienstfahrzeuge, die circa 1 bis 2 Jahre alt sind. Mit denen kann man eigentlich keinen Fehler machen. Uns ist zum einen die komplette Historie bekannt, zum zweiten haben die teilweise noch Werksgarantie und werden aus wirtschaftlichen Gründen jetzt schon abgegeben. Bei diesen Behördenfahrzeugauktionen tummeln sich meist auch viele Gebrauchtwagenhändler und Kfz-Experten unter den Besuchern. Der Blick geht auf den Kilometerzähler und in den Motorraum. Probefahren ist nicht möglich, Beratung gibt es ebenfalls nicht. Olaf Blasius hat eine Hoch- und Gartenbaufirma und ist auf der Suche nach einem Transporter. So sieht das schon nicht schlecht aus. Da muss es immer trocken sein. Das ist alles gut. So. Auf. Und dann guckst du da rein, was man rausbauen kann. Ja? So was hier, das ist alles egal. Wichtig ist, Reifen müssen gut sein. TÜV muss er haben. Anhängerkupplung muss er haben. Ja, sonst sieht er ganz gut aus. Vorsicht. Das Auto ist fahrbereit. Mit 1500 ausgeschrieben und da würde ich auch so maximal auch bis 3 gehen. Maximal. Dafür wird er auch weggehen, mit Sicherheit. Ob der 51-Jährige sein Limit zu niedrig angesetzt hat? VW-Transporter sind heiß begehrt und die Halle ist voll mit anderen Interessenten und Händlern. Es folgt die Laufnummer 28, ein VW T4, Mindestgebot 1100 Euro. 1100, 1200, 1300, 1300, 1400, 1500, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400. 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, 3.900, 4.300 zum zweiten, 4.300 zum
drin. Maxim, also ich wäre jetzt maximal bis 3 gegangen. Maximal. Uninteressant. Uninteressant. Hat Olaf den Wert des Transporters unterschätzt? Oder liegt es an den dicken Geldbeuteln der Konkurrenz? Also da vorne sind auch zwei. Die machen das untereinander schon. Die wissen ganz genau, was sie dafür bezahlen dürfen. Ja, da hast du keine Chance. Ist mir aber auch zu teuer. Ist mir ein Limit gesetzt und damit muss auch bleiben. Also wenn so viele Ausländer, die verschiffen die Dinger nach, was weiß ich, Timbuktu oder Botswana oder weiß der Geier wohin. Die haben ja ein Limit und dann sind die Kisten weg. Ein Limit hat sich auch Mohammed Abidji aus Lüdenscheid gesetzt. Er will 2 Autos ersteigern, für sich und seine Freundin. Mohammeds Freund Horst ist Mechaniker und steht ihm zur Seite. Wir bieten auf Fahrzeuge in von 2.000 bis 8.000 Euro. Das ist unsere Preisklasse. Dieser Opel Corsa passt ins Muster. Mohammed und Horst checken den Zustand. Zwei Bullen. Hier? Ja, zwei Dellen. Ist aber nichts Wildes. Ja, ne. Sieht ganz okay aus. Ich hoffe, dass der läuft. Der Wagen ist verschlossen und darf nicht gestartet werden. Mohammeds Freundin Daniela hat trotzdem Interesse. Denn der Benziner ist erst 3 Jahre alt und hat nur 36.000 Kilometer auf dem Tacho. Das Mindestgebot liegt bei 4.200 Euro. Der ersteigerte Endpreis muss später bar bezahlt werden. Es ist 10.000 Euro bei, ja. Und ich hoffe mir heute natürlich, 2 Autos mitzunehmen für 10.000 Euro. Mohammed entdeckt noch ein zweites interessantes Auto in der Halle. Das ist er doch. Ja, der sieht auch ein bisschen mitgenommener aus hier. Das Objekt der Begierde ist ein Suzuki Gran Vitara. Der Wagen ist 7 Jahre alt, hat fast 100.000 Kilometer auf dem Tacho und einige sichtbare Macken. Erster Eindruck? Inspektion alle gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Perfekt. Ist ein bisschen dreckig, aber ist okay. Das ist Schlamm. Ist halt ein Geländefahrzeug, ne? Der Suzuki startet bei 3.200 Euro. Mohammed will bis 5.000 mitbieten. Ob das reicht? Zurück auf der Pfandhaus-Auktion. Ehepaar Schließers ist gespannt. So, die Mercedes-Benz C-Klasse haben wir jetzt. C200K Coupé. Hierfür liegt das Mindestgebot bei 3.500 Euro. Wir gehen 100 Euro weise nach oben. Also 3.500 Mindestgebot geboten. 3,5 zum ersten. 3,5 zum zweiten. 3,6. 3,6 zum ersten, 3,6 zum zweiten, 3,7. 3,7 zum ersten, 3,7 zum zweiten und 3.700 zum, niemand mehr, dritten und letzten nach links zur Nummer 28. Na bitte, geht doch. Mit 200 Euro über dem Aufrufpreis bekommt der Schreinermeister den Mercedes günstiger als erwartet. Jetzt müssen nur noch die Formalitäten erledigt werden. Dann hätte ich gerne 3.832,09. Zu den 3.700 Euro Kaufpreis kommen noch die Auktionatorgebühr von 3% und die Mehrwertsteuer. So, einmal das Geld, dann noch die Quittung. Den Schlüssel wollen sie auch haben, ne? Das wäre. Nehmen wir doch den hier. Haben wir einen? Ja, ein Schlüssel. Ein zweiter? Kein zweiter. Ja, gut. Ein Auto für die beiden Töchter. Das Ehepaar ist glücklich. Besser jetzt nicht laufen können, denke ich mal. Ich habe meinen beiden Töchtern eben schon geschrieben und beide sind nicht abgeneigt. Vielleicht streiten sie sich auch drum, ich weiß es nicht. Mal einfach abschauen, anschauen mal. Und ich denke, wenn sie gesehen haben, sollen sie sich entscheiden dann halt. Sofern sie den Wagen in die Heimat nach Mönchengladbach bekommen. Denn ob der Mercedes anspringt und einwandfrei läuft, wird sich erst jetzt zeigen. Wir sind zufrieden.
hätte nicht damit gerechnet, dass wir heute ein Auto bekommen. Ganz toll. Hm? Wir sind ohne Erwartung hingefahren. Wir haben was bekommen. Also sind wir zufrieden. Während die einen mit ihrer Beute nach Hause fahren, geht es auf der Behördenfahrzeugauktion für Mohammed Abidji um seine beiden Wunschfahrzeuge. Die Versteigerung ist bereits in vollem Gange. Besonders die Händler ersteigern ein Auto nach dem anderen. Dann ist der Opel Corsa dran. Es folgt die laufende 52, ein Opel Corsa. Mohammed ist heiß auf den Kleinwagen. Sein Limit liegt bei 5.000 Euro. Mindestgebot 4.200 Euro. 5.000 zum ersten. 5.100, 5.200, 5.300. 6.100 zum ersten. 6.200, 6.300, 6.300 zum ersten. 6.400 zum ersten. Mach noch einen drauf, 6.400 zum zweiten. 6.500 zum ersten. 6.500 zum zweiten. 6.500 zum dritten. Du musst einmal nach vorne gehen, mal Ausweis. Mohammed hat den Zuschlag. Sein persönliches Limit von 5.000 Euro hat er jedoch deutlich um 1.500 Euro überzogen. Es geht uns super. Jetzt bei dem Fahrzeug ist optimal. Ist ein gutes Auto, sauber, lohnt sich. Wenig gelaufen, 40 Kilometer, junges Baujahr. Gleich im Anschluss ist der 7 Jahre alte Japaner dran. Mindestgebot 3.200 Euro. Mohammed hat noch 3.500 dabei. Ob das reicht? Folgt die Laufnummer 122, ein Suzuki Gran Vitara, 3.200, 3.300, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, 3.900, 4.000, 4.100, 4.200, 4.800 zum ersten, 4.800 zum zweiten, 4.900, 5.000 zum ersten, 5.000 zum zweiten, 5.000 zum dritten. Mohammed hat jetzt zwei neue Autos und ein Problem. Das Geld reicht nicht. Während er sich eine Lösung überlegt, liebäugelt der 31-jährige Nuri mit einem 3er BMW. Er kommt aus Leverkusen und arbeitet in der Gastronomie. 2.200 Euro für den BMW klingen verlockend. Ja, ich sag mal so, ich habe das gleiche Auto mit Motorschaden und ich würde den als Ersatzteillager benutzen. Und das ist ja ein guter Zustand, ein gutes Baujahr. 3.500 wäre mein Preis, wo sich das lohnen würde für mich. Dann würde ich den Motor benutzen und den Rest einfach im Internet bei eBay als Teile verkaufen. Das wäre so mein Anliegen, wieso ich hier bin. Ob er den Zuschlag bekommt, wird sich gleich zeigen. Generell sind BMW-Modelle immer gefragt. Das wissen auch die Händler und sind Nuris größte Konkurrenz. Ein BMW 320, Mindestgebot 2.200 Euro. 2.200, 2.300, 2.400, 5.000, das sind noch 6.000. In Sekundenschnelle ist Nuri überboten. Und es geht noch weiter nach oben. 9.600 zum dritten. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Bis 3,5 wäre ich mitgegangen, aber 9.600 für so ein Auto ist einfach unrealistisch. Da muss ich bei eBay gucken. Da wird's schon was finden. Die Oldtimer-Versteigerung in Frankfurt am Main. Nicht jeder ist heute hier, um ein Auto zu ersteigern. Manch einer will seinen Liebling abgeben. Wie Kabarettist Urban Priol. Sein Fahrzeug, ein Audi 100, Baujahr 1978. Ja, das Auto habe ich vor ein paar Jahren in Chemnitz erstanden, beim lieben Kollegen Rabe. Und weil einfach die Farbkombination so prächtig war. Ansonsten ist ja Audi war für uns ja immer so als junge, aufstrebende, leichte Revoluzzer war Audi natürlich nicht unbedingt die Marke, die man sich irgendwo hätte gewünscht. Aber in der Farbkombination war es einfach unschlagbar. Dann musste sagen, das war 70er Jahre at its best. Und warum gibt er sein Auto jetzt her? Ich gucke immer, dass ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr aus meinem bescheidenen kleinen Fuhrpark was für gute Zwecke zur Verfügung stelle und mache das auch sehr gerne. Der Erlös geht an einen Verein, der sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche in Südafrika kümmert. Neben dem Promi-Fahrzeug gibt's hier aber noch weitere Highlights.
Dann kommen wir jetzt mal zu dem teuersten Auto in der heutigen Auktion. Das ist auch etwas ganz Besonderes und sehr Seltenes. So, also dieses außergewöhnliche Modell hier eines neuen Elfers war ursprünglich im Erstbesitz eines bayerischen Almwirtes, wurde mir gesagt. Wurde dann relativ früh von einem leitenden Arzt gekauft. Der hatte es bis zuletzt in seinem privaten Besitz. Dieser Arzt hat es jetzt bei uns eingeliefert. Die Liebhaberpreise für diese seltenen Carrera RS sind sehr angestiegen in den letzten Jahren. Das Fahrzeug hat eine unglaubliche Wertentwicklung mitgenommen und ist hier in der Auktion ausgerufen für knapp 300.000 Euro. Neben dem 911er Porsche kommt jetzt auch dieser besondere Cadillac unter den Hammer. Nun, meine Damen und Herren, das muss ich sagen, das ist ein ganz außergewöhnliches Auto, ein absolutes Stück Geschichte. Habe ich ein Angebot, meine Damen und Herren, auf 23.600 Euro hier für den Kevin. 23,6. Letzten Sekunden laufen, letzte Chance und wir kommen zum nächsten. Katalog Nummer 40, 911 Carrera RS 996er mit 76 gelaufenen Indisch Rot. 295.000 hier das Mindestgebot. Und wenn man so ein bisschen recherchiert hat, der stellt fest, die Autos bewegen sich in Sphären. Das ist gut eingepreist. 236.000 Euro könnten Sie hier bieten. Habe ich hier ein Gebot auf 236.000. Wir kommen zum nächsten. Niemand interessiert sich für die Schmuckstücke von Cadillac und Porsche. Das klappt oft, wenn man die in einer folgenden Auktion nochmal wiederholt. Die Fahrzeuge wurden jetzt gesehen, das gärt und arbeitet jetzt bei einigen Interessenten und wir wissen genau, die werden wiederkommen. Und dann werden auch diese Fahrzeuge einen neuen Abnehmer finden, der sich darüber freut und der dieses Fahrzeug zu würdigen weiß. Isabel und Bastian Böllert suchen ein Fahrzeug für die Teilnahme an einer Oldtimer-Rallye. Gern ein deutsches, denn mit Ami-Schlitten haben es die beiden nicht so. Aber das ist auch einer aus Amerika, den will ich wieder nicht. Woran siehst du das schon wieder? Ja, hier Blinker und so. Die Weißwandreifen gab es, glaube ich, in Deutschland nicht. Aber die Farbe ist schön. Hier, was sagst du denn zu dem Audi? Orange halt. Ja, sehr orange. Und nicht nur außen, sondern auch innen. Was meinst du? Der Audi steht gut da, hat 115 PS und erst 90.000 Kilometer auf dem Tacho. Den Promi-Bonus natürlich nicht zu vergessen. Ich bin total interessiert an Autos und vor allem auch an klassischen Autos und suche einfach einen Einstieg in ein Hobby, was mich dann lange begleitet. Und das könnte vielleicht ein Auto sein, sehr solide. Ich kann leider nicht viel schrauben, zumindest momentan nicht. Vielleicht ist das der Anfang. Mal gucken. Der Startpreis liegt immer 20% unter dem Ausrufpreis. Los geht's beim Audi also bei 6.800 Euro. Ja, Ausruf ist, glaube ich, bei 8,5. Der hat halt nicht so viele Fans, ne? Also der wird preislich nie so abheben, wie es andere Modelle tun. Wir werden uns nachher mal gut überlegen, wo unser Limit ist und dann mal gucken, ob wir dabei sind. Wenn man so ein bisschen unterm Ausruf bleibt, vielleicht 7,5, könnte ich mir schon vorstellen. Bevor die beiden mitsteigern, wollen sie zumindest mal den Motor laufen lassen. Isabel hat den Schlüssel organisiert. Der hat leider nicht so zum Drücken. Ja, das ist wohl. Mach mal. Warte, kannst du mir dann auf der anderen Seite auch machen von innen? Versuch's mal. Zentralfahrregelung ist nicht, ne? Nee, leider nicht. Ist ja 70er hast hier. Hast du jetzt gefragt, dürfen wir den nochmal anmachen? Ja, können wir. Aber können wir? Ja. Sollen wir es mal versuchen? Fahr aber niemanden um, bitte. Handbremse hast du? Ich hab mal die Bremse gezogen, damit du nicht losfährst. Springt sofort an, das ist ja warte, super. Der schnurrt wie ein Kätzchen. Ja, der ist ein bisschen laut am Anfang, aber der regelt gleich runter. Das hört sich super an. So, mach doch mal lieber aus, bevor wir losfahren. Scheint zu funktionieren. Perfekt. Hupe geht nur, wenn... Ne, dann lass aus. Funktioniert auch. Perfekt. Ich glaube, wir sollten bieten. In Düsseldorf will auch Gastronom Nuri noch einmal bieten. Und zwar auf ein Feuerwehrauto. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind auf einem Event. Da sind ja normal diese kleinen Imbisswagen. Und ich würde es gerne so machen, das ist so eine Überlegung schon länger, dass ich den so ausbauen würde, dass hier Kühlschränke drin wären. Und dass oben drüber wie so eine kleine Terrasse wäre. Und innen drin könnte man auch Kaffee trinken, wie so eine kleine rollendes Kaffee so. Das Feuerwehrauto wäre ein echter Hingucker. Zwar ist das Gefährt nicht fahrbereit und Nuri müsste noch ein bisschen Geld reinstecken. Dafür ist der Aufrufpreis für das Löschfahrzeug überschaubar.
Der ist bei 2,5, also bei so einem Modell, der muss ja zum Laufen gebracht werden. Also ich müsste noch mit meinem Geschäftspartner besprechen, das wäre so, weil da muss man ja noch was reinstecken. Ja, die Geschäftsidee hatte ich schon länger. Ich war vor 3 Jahren in Leverkusen. Da wollte ich einen Bus umbauen, aber da wurde mir von dem Amt gesagt, das ist nicht möglich. Ja, und jetzt ärgere ich mich natürlich, wenn ich in Köln auf den Ringen unterwegs bin und sehe, dass da nur Partybusse unterwegs sind. Und da wurde meine Idee halt kopiert und da habe ich halt zu früh aufgegeben. Und das finde ich ein bisschen schade, weil anscheinend rentiert sich das, mit Bussen durch die Gegend zu fahren und die Leute zu beglücken. Um seine Geschäftsidee umsetzen zu können, muss Nuri die Konkurrenz abhängen. Bis zu 3.000 Euro ist ihm das Feuerwehrauto wert. 2.600 zum ersten, 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.000 zum ersten, 3.000 zum zweiten, 3.100. Ja, ich bin bis 3.000 gegangen, aber es ist leider ein bisschen mehr weggegangen. 3.000 war mein Maximum, mehr wollte ich dafür nicht ausgeben. Das Feuerwehrauto geht für 3.400 Euro weg. Ist die Geschäftsidee damit gestorben? Man kann das ja mit vielen Fahrzeugen machen. Deshalb muss ich im Internet stöbern, vielleicht finde ich da noch was. Aber das ist kein Problem. Nuri gibt sich nur für heute geschlagen. Und Mohammed? Er hat zu wenig Bargeld für seinen Einkauf dabei. 6, 6, 2, 6, 4, 6, 6, 6, 8. Wie viel brauchst du? 2000 sind Zeuge. Horst hilft seinem Kumpel und pumpt ihm das fehlende Geld. Und alles klar? Es geht. Wir haben nur bei einem Auto einen Schlüssel und keine TÜV-Berichte. Aber ansonsten, wir hoffen aufs Beste. Wir gucken mal. Ja? Da bin ich mal gespannt. Dann lass uns mal zum Auto gehen. Gehen wir mal zum Auto. Und lass uns mal schauen. Starten können die Besitzer ihre Autos erst nach der Versteigerung. Erst jetzt zeigt sich also, ob Mohammed wirklich ein Schnäppchen gemacht hat oder ob er in einem Haufen Schrott sitzt. Hey, er läuft! Hey. Er läuft! Er läuft! Dann kann sie ja schon mal damit rausfahren. Genau. Jetzt muss nur noch der Suzuki laufen. Mechaniker Horst ist nervös. Ja, wie sieht der Motor aus? Ja, dreckig, verschlammt, aber so weit alles in Ordnung. Ein paar Beulen, aber springt jetzt nicht an. Von der Batterie wird sie sicherlich leer sein. Mohammed hat eine Starthilfe organisiert. Ob der Suzuki jetzt anspringt? Zurück bei der Oldtimer-Auktion in Frankfurt. Isabel und Bastian sind scharf auf den Audi. Jetzt heißt es für die Auktion Daumen drücken. Wir haben jetzt einmal einen Audi 100. GL5S, bitteschön, das ist ein 78er mit 90.000 auf dem Kupfer. 7.000 Euro das Gebot, 100 Euro biete ich an, 7.000 die 1, 7.000 und 100 Euro. Schauen Sie mal, der Preis, der wurde jetzt schon grün, der Wagen hier also auf jeden Fall schon mal verkauft. Frage nur noch, für wie viel und außerdem an wen. Sie sind hier noch immer vorne, 7 an zum ersten, zum zweiten, zum dritten, verkauft an Sie. Das war ja einfach. Mit so wenig Konkurrenz beim Auto von Urban Priol haben die beiden nicht gerechnet. Wir sind sehr spontan entschlossen eigentlich hergekommen heute und sind jetzt doch ein bisschen über uns selbst überrascht, dass das so schnell geklappt hat. Wir waren schon das ein oder andere Mal auf den Veranstaltungen und haben immer geschaut, so aus der letzten Reihe, und haben heute mal was gefunden, was interessant und spannend ist. Und ja, es hat direkt geklappt. Wie gesagt, ich freue mich. Kann sich auch Mohammed in Düsseldorf über seinen Autokauf freuen? Bis jetzt springt der Suzuki nicht an. Wir hoffen, dass es nur die Batterie ist. Wir gucken, wir probieren es unser Glück aus. Also es ist wie im Lotto. Super. Und dann läuft er.